Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Battlefront Special. Der neue und letzte DLC für Star Wars Battlefront ist erschienen und den schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe jetzt mal einen Kampfläufermodus gestartet. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Serverprobleme, Connection-Probleme, werden mir dauernd angezeigt, aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Es wird schon irgendwie gehen. Was habe ich da eigentlich für einen Blaster in der Hand? Also, komisch, den benutze ich normalerweise nie, aber gut, soll uns nicht aufhalten. Neue Map, Dschungel, Wasser, schön und tot. Na, dann kann ich jetzt wenigstens meine Waffe wechseln. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, es gibt ja auch neue Waffen, die ich mit Sicherheit nicht habe. Na gut, was nehmen wir denn? Hier, ich nehme meine geliebte kleine Schockblaster-Flinte. Die finde ich immer sehr cool. Und, was sind das auch für Hände? Es ist ganz seltsam. Also, ich könnte mich nicht erinnern, die so eingestellt zu haben. Ohne Witz jetzt. Ich bin verwirrt. Aber machen wir jetzt einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. Ich weiß nicht mal, was das für eine Granate ist, die ich da habe. Was ist hier los? Ein ganz anderes Spiel. Naja. Okay. Feindlicher Ablink ist offline. Jetzt soll uns nicht aufhalten. Tja, jetzt hätte ich gern mehr Reichweite. Ich werfe einfach mal diese komische Granate, die ich da habe. Oh, die Büsche sind anscheinend fest. Verdammt. Ups. Verdammt. Autsch. Tja. So kann es gehen. Oh, und jetzt wäre ein Heldensymbol direkt hinter mir. Das ist ja mal schade. Schade, schade. Ah, ich hätte die Scout-Pistole dabei gehabt. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt finden wir erstmal raus, was unsere Granate eigentlich macht. Ich bin ja mal gespannt. Ein abgestürzter X-Wing. Sehr cool. So, ich gehe jetzt mal hier zu diesem Offline-Posten. Der muss verteidigt werden. Gott, ich habe das echt schon lange nicht mehr gespielt, merke ich gerade. Ich habe vielleicht mal ein Trainingsmatch machen sollen oder so. Tja mal, Detonator. Oh, 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 oh. Bam. Von einem Held. Schön. Bei Partner starten. Machen wir doch gleich. Dass diese Büsche irgendwie Wände sind, ist irgendwie komisch, finde ich. Aber gut, muss man sich dran gewöhnen. Muss man wissen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas ausrichten können. Ich bleib mal hier bei unserem Generalshelden. Hm, ist das ein Schilddruide? Der ist neu, oder? Also ich kenne den bis jetzt zumindest noch nicht. Urso ist erledigt. Okay. Ich bin irgendwie... Ah. Draußen. Okay. Ich vergesse auch dauernd zu reden. Ich muss mich echt konzentrieren. Jetzt bin ich tot. Was habe ich jetzt davon? Von meiner Konzentration. Vielleicht nehme ich doch mal einen anderen Blaster. Hier braucht man ein bisschen mehr Reichweite. Den mag ich ganz gern. Machen wir es so. Los geht's. Oh, wir haben gewonnen. Yes. Das war gut. So, jetzt würde ich sagen, beende ich die Geschichte hier mal. Walker Assault. Ich wollte es nur mal kurz sehen. Walker Assault und diese neue Map und sowas. Und jetzt schauen wir uns gleich mal den neuen Modus an, der dazugekommen ist. Irgendwie spinnt bei mir Battlefront heute. Ich kann es euch ja jetzt live mein Leid klagen, ganz unprofessionell. Meine ganzen DLCs sind nämlich verloren gegangen. Ich musste diesen neuen jetzt dreimal neu installieren, bevor das Spiel verstanden hat, dass ich den installiert habe. Wirklich erst beim dritten Mal hat es funktioniert. Und die anderen drei DLCs habe ich angeblich auch alle nicht. Also doch, Outer Rim habe ich jetzt wieder. Ah, nur die beiden fehlen. Okay, keine Ahnung, was hier los ist. Man weiß es wirklich nicht, aber ich mache jetzt hier mal Infiltration. Das dürfte der neue Modus sein, in dem die Rebellen auf dem Planeten Scarf
oder so Fuß fassen müssen. Scarif, okay. Und ich bin schon wieder beim Imperium. Na gut, alles klar. Dann versuchen wir das mal. Schauen wir uns das doch mal an. Da hinten sehen wir eine neue X-Wing oder Interceptor-Variante. Sieht sehr komisch aus, oder? So eine dicke Gondel mit so kleinen Schmetterlingsflügeln oben oder sowas. Eine Hummel, ein Schmetterling, ja. Scarif-Dschungel. Okay, ich bin bereit. Von mir aus kann's losgehen. Auf geht's. Okay. Ja, los jetzt. Wie oft muss ich denn jetzt noch auf OK drücken? Okay. Was müssen wir eigentlich machen? Halte, da stand es jetzt kurz. Wir müssen auf jeden Fall dahin, alles klar. Ich muss irgendwas deaktivieren. Oh oh. Radiert jetzt die Rebellen aus. Das Frachtschiff ist gesichert. Okay. Jetzt radieren wir hier die Rebellen noch aus. Gut. Gut gemacht. Den müssen wir jetzt verteidigen hier. Okay, alles klar. Au. Ah, ich weiß nicht mehr, wie man sich duckt, leider. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Also wirklich. Unprofessionell. Ohne Ende. Okay, wir haben den Helden. Ein Feind erfasst mich. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wie man sich duckt. Aber was soll's? Ducken wird sowieso überbewertet. Kann man sich in dem Spiel ducken? Ich glaube schon, oder? Ich habe das so... habe ich noch? Ja, Todessterntruppe. Tot. Schade. So, im Endeffekt verteidigen wir aber wieder einfach nur Punkte, oder? Im Endeffekt kenne ich doch den Modus schon, nur in anderer Form halt. Aber im Großen und Ganzen kommt mir das bekannt vor. Bis jetzt. So. Ein Sprengsatz wurde angebracht. Oh oh. Hier, ich bleibe jetzt hier und verteidige den, oder? Egal. Okay, die müssen quasi hier Bomben platzieren und wir müssen es verhindern. Alles klar. Was kann ich denn hier machen auf Viereck? Verstehe ich nicht. Kann man jetzt auch in Battlefront Befehle geben für seinen Squad? Es gibt ja gar keine Squads. Also es gibt ja nur einen Partner. Oh Gott, unser Held ist so gut wie tot. Nein. Ich wollte ihn noch retten. Aber ich habe es nicht mehr geschafft. Mr. Freeze ist einfach zu mächtig. Hey, Partnerstaat. Was habe ich denn da? Ach so, ich dachte, ich hätte da ein Fahrzeug. Anscheinend habe ich jetzt irgendwie einen TIE-Stürmer zur Unterstützung gerufen, kurzzeitig. Das war jetzt natürlich doof, weil ich bin nirgends. Insofern ist der ins Leere gegangen, glaube ich. Seid vorsichtig. Wir sind in der Unterzahl. Hallo? Wie unsterblich kann man denn sein? Wir gehen jeden Moment hoch. Entschärfen Sie endlich. Autsch. Oh oh, irgendwas ist passiert. Ich glaube, wir haben verloren, oder? Oder? Ich glaube, Runde 1 ist vorbei. Jetzt müssen wir verhindern, dass die Rebellen mit den Datenbändern von Scarif entkommen. Ich glaube, die klauen hier die Todessternpläne. Das müssen wir dringend verhindern. Los geht's. Ich wollte eigentlich meine Waffe wechseln. Naja, was soll's. Schaltet sie auf. Jawohl, schalten wir sie aus. So. Au, ich glaube, ich brenne, aber ist halb so schlimm. Halb so wild.
Okay. Oh oh. Volle Konzentration. Rebellenaktivität. Ich weiß überhaupt nicht genau, was ich hier angreifen soll. Hier, nimm das. Was auch immer. Ich glaube, das ist ein Spieler, oder? Ich glaube, der bewegt sich. Verdammt. Gleich sind sie an ihrem Exfiltrationspunkt. Ja, ich laufe ja schon seit einer Viertelstunde hinterher und erwischt die einfach nicht. Weil ich überhaupt nicht weiß, was hier los ist. Ich kenne auch die Map nicht. Die ist so ein komisches Labyrinth. Was ist denn jetzt hier los? Okay, wir haben verloren. Kurz und schmerzlos. Na schön, na schön, na schön. So wie es auch in Wirklichkeit war. Insofern haben wir den Film schön nachgestellt. Ich habe die meiste Zeit nicht wirklich verstanden, was los ist. Ich glaube, in der ersten Runde ist eine ganz einfache Punkt-Halten-Geschichte. Also die Rebellen müssen einen Punkt aktivieren. Das Imperium muss ihn wieder deaktivieren für eine gewisse Zeit. In der zweiten Runde ist es dann einfach nur Capture the Flag. Denjenigen mit der Flagge töten, bevor er den Abholpunkt erreicht. Ist höchstwahrscheinlich einfach alles. Genau, soweit habe ich das jetzt verstanden. Na gut, ja, keine Ahnung. Machen wir noch irgendwas? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, mehr gibt es hier irgendwie nicht wirklich zu sehen. Das waren jetzt zwei sehr kurze Runden, aber ist auch okay. Jetzt schauen wir nochmal. Ah ja, jetzt schauen wir nochmal neue Waffen. Die habe ich zwar bestimmt nicht, aber wir können uns die zumindest mal anschauen. Das dürfte die hier sein, nehme ich an. Ziemlich viel Schaden. Ein Schuss wahrscheinlich nur, weil Kühlkraft ist nicht vorhanden. Gute Reichweite. Das ist eher so eine Scharfschützenblasterpistole. Und hier haben wir eine ziemlich schnelle. Wie gesagt, können wir jetzt nicht anschauen, weil hat Vertrag und so weiter. Aber ist schon okay. Gibt es auch neue Sternkarten eigentlich? Und wenn ja, finden wir die. Ah, hier haben wir die. Ein Schallimploder. Vorübergehend geblendet, Rüstungswert sinkt. Aha, beschädigt außerdem alle Gegner in unmittelbarer Nähe. Ich verstehe. Okay, eine Blend-Schwächungsgranate. Okay, ausgezeichnet. Aussehen können wir hier noch verändern. Und zwar, wenn ich jetzt hier in den Store gehe beispielsweise, dann müssten doch hier auch neue Klamotten zu finden sein. Okay, die ist neu. Alles klar. Was, das wirklich schon? Gibt es nur einen neuen Kopf für die Rebellen? Okay, das sind Animationen. Ja, könnte schon sein. Na gut, und unten fürs Imperium, glaube ich. Das sind immer noch Animationen hier. Dann muss ich erstmal hier. Ach, jetzt kann ich. Warum bin ich noch hier im Spiel? Ja, tatsächlich. Warum? Ah, Moment, was ist denn hier los? Guckt, gut, dass wir nochmal eingestiegen sind. Was ist denn das hier? Garin wird durch ein Schildtor geschützt, durch das wir uns durchkämpfen müssen, um den Planeten zu erreichen. Okay. Das wäre dann alles. Seid vorsichtig. Okay, wir kämpfen uns durch ein Schildtor, um den Planeten zu erreichen. Das klingt doch gut. Volltreffer. Wow. Da fliege ich gleich mal voll gegen irgend so ein Trümmerstück, wenn ich anvisiert werde. Selbstmord ist die beste Verteidigung manchmal. Okay, das war jetzt unerwartet, dass wir hier nochmal in eine Mission stolpern. Aber hey, jetzt ist es soweit, jetzt ist es passiert. Jetzt sind wir mitten in der Action. Warum auch nicht? Wow. Was muss ich eigentlich machen? Müssen wir irgendwas machen? Oder schieße ich nur einfach auf Gegner? Mein Gott, ich sehe immer die Dinger. Ich sehe die Trümmer immer nicht, weil alles explodiert vor meiner Nase. Mann, ey. Crazy shit. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Das Tor wird nicht mehr lange offen sein. Hanna, Schatz! Hinter dir, schüttel ihn ab! Ja, ich versuch's ja. Ist aber nicht so leicht hier. Hier sind so viele. Schüttel diese Rakete ab.
Ah, Rakete. U-Flügler eskortieren. Okay, das heißt auf Deutsch, ich muss einfach nur alles kaputt schießen, oder? Im Grunde muss ich hier aufpassen. Da sind die U-Flügler. Verteidigen wir die. Ein Gegner weniger. Okay. U-Flügler, wo seid ihr denn? Da vorne, ich will euch mal von nahem sehen. Oder von näher zumindest. Na komm, wie sieht denn an? Gut geschossen. Gut, den hätten wir. U-Flügler, wo seid ihr? Verdammt, ich hätte vielleicht besser auf die aufpassen sollen. Jetzt bringen wir unsere U-Flügler durch den imperialen Sperrriegel. Oh, er ist weg. U-Flügler, wo seid ihr? Da hinten sind sie. Sind es schon wieder neue? Kommen da immer wieder neue oder so? Oder sind es noch die gleichen? Man weiß es alles nicht. Niemand weiß das. Ich weiß nur, dass ich jetzt mal zu dem hinfliege. Hallo, U-Flügler. Ah, da ist er. Sieht aus wie ein B-Wing, soweit ich das bis jetzt sehen kann. Aber was kann ich schon bis jetzt sehen? Irgendwie fliegt mein Schiff gerade nicht mehr, oder? So super langsam. Oh oh. Die Suchrakete nähert sich deiner Position. Tja. Ach, Mann. Ich mag ja die Weltraumschlachten echt gerne. Es hat mich echt geärgert, dass es so lange gedauert hat, bis bei Battlefront endlich Weltraumschlachten kommen. Und ich muss echt sagen, nachdem ich das jetzt wieder spiele, nachdem ich so viel Battlefield 1 gespielt habe, ist Battlefield 1 so viel besser leider als Battlefront. Dabei hätte ich gern auch ein gutes Star Wars Spiel. Ich freue mich schon auf Battlefront 2, das dann hoffentlich wie Battlefield 1 wird. Das wäre meine Hoffnung. Mal schauen, ob das was wird. Okay. Verteidigen da hinten irgendwo. Also entweder sind die unfassbar langsam oder es kommen wirklich immer wieder neue, wenn die alten abgeschossen wurden. Ah, da jetzt sehe ich sie. Ah, okay, die sehen eigentlich ganz cool aus. Ich bleib mal an dem dran. Ich lenk das Feuer auf mich. Flieg weiter, U-Flügler. Auch wenn du aussiehst wie ein V-Flügler. Ein UV-Flügler. Hm. Verdammt, Raketenerfassung. Oh oh, schlechte Serververbindung. Seht ihr das? Ups, ich werde rumteleportiert wie sonst noch was. Ach, warum denn? Einer weniger. Also entweder liegt es gerade an den Servern bei denen oder ich muss echt mal mit meinem Internetanbieter telefonieren. Weil das ist echt ein bisschen so, what? Pass auf, du hast einen Nacken. Hm, tja. Habe ja auch erschwerte Verhältnisse. Okay, mal schauen. Ach, ich glaube wirklich, da kommen immer wieder neue, die immer wieder weggeschossen werden, oder? Ich kann es mir anders nicht erklären. Ich mache gar nichts. Ich fliege gegen irgend so ein Ding. Ich werde direkt vor so ein Ding teleportiert. Ach, verdammt, eine Katastrophe. Da will man einmal... Oder... Ah, der Weg zur Oberfläche von Skyrim. Aha. Da will man einmal ein Video machen und dann sowas, oder? Wann hab denn ich das letzte Mal irgendwas online Let's Played, gespielt, gezeigt, ein Special dazu gemacht? Und jetzt sowas hier. Unglaublich. Naja, jetzt wird hier live dokumentiert, mit welchen Missständen wir es hier zu tun haben in Battlefront 1. Die Jäger haben unsere U-Flügler zerstört. Tja. So ist es. Ich kann auch gern mal sagen, dass mein Internetanbieter Kabel Deutschland ist. Also wenn das jemand von Kabel Deutschland sieht, kümmert euch doch mal drum. Oh, bin ich jetzt... Ach so, jetzt verstehe ich. Wir sind die U-Flügler, das sind echte Menschen.
Also da könnte jetzt mein Rumteleportieren ein Vorteil sein oder Nachteil. Es kommt darauf an, wie mich die Gegner sehen. Ob ich mich für die Gegner auch so rumteleportiere oder nicht, man weiß es nicht. Oh oh, ich krieg Besuch. Wow. Oh Gott. Keine Chance, keine Chance. Zu viele an mir dran. Puh, das war jetzt irre. Na gut. Ja, das ist crazy. Wie soll das funktionieren, dass man da bis nach hinten kommt? Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Eben. Durch das Schildtor. Los. Ja, wie denn? Ich hab's ja gerade selber erlebt. Das ist nicht sehr leicht. Noch dazu, wenn's so laggt, aber... Das Imperium hat unsere Hofflügler zerstört. Oh, haben wir verloren? Jetzt schon? Wir haben aber noch 2 Minuten eigentlich. Formieren wir uns neu, los geht's. Okay, da hinten. Versucht auf Scarif zu landen. Das Tor ist offen. Ah, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da war er doch gerade noch. Ich habe ihn gerade gesehen. Ah! Wow! So viel crazy shit überall. Okay, einen hätten wir. Ich habe auch ein bisschen Problem. Ah, hier. Guckt euch das an, wie der von allen Seiten angegriffen wird. Der hat überhaupt keine Chance. Und meine Blaster sind überhitzt. Ich kann ihm leider auch nicht helfen. Verrückt. Total verrückt. Ah, ich bin so blöd. Ich schieße immer zu lange. Selber schuld. Komm schon, den holen wir uns. Oh oh, jetzt holt sich uns gleich einer. Flaming Dwarf. Tja, gegen den brennenden Zwerg haben wir keine Chance. Das kann ich verstehen. Das sehe ich ein. Du, haben wir eigentlich kein Turbo oder so? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich muss das jetzt wirklich die ganze Zeit, während ich hier spiele, jetzt abgesehen von den Server-Lags, die ganze Zeit mit Battlefield 1 vergleichen und muss schon sagen, Battlefield 1 macht viel mehr Spaß, ist viel besser. Auch von der Steuerung her und sowas. Hey, wir haben es geschafft, ohne Witz jetzt. Die imperialen Truppen ablenken, damit unser Bergungsteam seinen Auftrag erledigen kann. Oh oh. Okay, jetzt kommt wieder die Runde, die wir ja schon kennen. Jetzt sind wir diejenigen, die irgendwelche Bomben an irgendwelchen Flugzeugen anbringen müssen, damit irgendwelche Leute irgendwie explodieren oder so. Und dann klauen wir irgendwelche Pläne und dann sind wir irgendwie glücklich. Wir müssen die imperialen Truppen irgendwie ablenken. Das ist der Plan. Eines ihrer Frachtschiffe bringt Sprengsätze daran an, um unserem Team Zeit zu verschaffen. Okay. Ich bleibe einfach mal hier bei Wolverine 0877. Ich glaube, der hat's drauf. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Ah! Verdammt. Ich muss echt eine andere Waffe nehmen. Nicht, dass ich deswegen jetzt wegen der Waffe so schlecht bin. Aber, vielleicht zum Teil. Ich nehme den anderen schweren Blaster ohne Visier. Irgendwie bin ich kein Fan von Zielvisieren. Das gefällt mir besser. Außerdem ist meine Steuerung verstellt. Ich schwöre euch. Ich hatte das so eingestellt, dass ich nur... Also ich muss jetzt hier quasi drücken, dann zoomt er. Nochmal drücken, dass er aufhört zu zoomen. Das hatte ich nie so eingestellt. Ich bleibe immer auf dem Knopf, um zu zoomen. Wolverine ist gerade da oben in der Decke stecken geblieben. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ein guter Platz. Und ich habe eigentlich auch immer ein Jetpack. Also irgendwas, ohne Witz, irgendwas stimmt nicht. Meine DLCs sind verschwunden, meine Waffen sind anders eingestellt, meine Steuerung ist anders eingestellt. Irgendwas ist hier faul. Aber gut. Ist schon okay. Ich hoffe, da hinten sind Gegner. Ich weiß überhaupt nicht, was ich überhaupt für eine Granate hier habe. Ich werfe die immer. Und ich weiß auch nicht mehr, wie man sich duckt. Ich muss jetzt mal kurz die Steuerung von dem Spiel rausfinden. Okay, der hat wenigstens ein Jetpack. Also, zuschlagen, alles klar. Springen. Ah, hier ist Ducken. Okay. Okay, alles klar. Okay. Dann... Oh oh,
Ach so, das war einer von meinen Freunden, glaube ich, der hier auf mich schießt. Eine Blasterkanone. Ich weiß nicht, wer hier auf uns schießt. Hui. Oh, zu viele. Zu viele. Okay, Partner. Los geht's. Ich habe einen Plan. Au, der hat gut funktioniert. Oh oh. Brezlor ist da. Der König der Brezel, Brezlor. Ich weiß nicht, ob wir gegen den ankommen können. Wo ist eigentlich unser Held? Ich muss jetzt hier mal meinen Geschützturm irgendwo parken. Verteidigt eure Sprengsätze. Wir brauchen die Explosionen, um die imperialen Truppen abzulenken. Ah, das ist ein Ablenkungsmanöver. Aber müssen wir die Schiffe wirklich unbedingt erfolgreich zerstören für das Ablenkungsmanöver? Man sollte meinen, unser Sturm hier lenkt die schon genug ab. Aber okay, ich bin kein Rebellen-Superstratege. Ich kenne mich hier nicht aus. Lasst die imperialen Truppen nicht in seine Nähe. Ja, ich bleibe hier mal. Ich guck hier. Sobald einer kommt, werde ich schießen. Das ist mein Plan. Ist doch auch schon. Ist ein Anfang. Ich helfe. Da drüben... Ah, so weit kann ich gar nicht rüberschauen. Komisch, normalerweise, wenn ich nach links schaue, hätten da vorne jetzt welche kommen müssen. Oh. Yay! Oh, oh, da kommen ja immer mehr. Oh, oh. Okay. Na guck, der hat auch diese C78 irgendwas Flinte oder so. Die gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Die finde ich ganz witzig. So. Verteidigen! Ups, du bist gar kein Gegner. Sorry. Oh oh, das war aber ein Gegner. Ich bin geblendet. Einfach schießen. Oh Gott, der boxt sich hier im Nahkampf durch. Naja. Partner, Start. Unsere Sprengsätze wurden entschärft. Drängt die imperialen Truppen von dem Frachtschiff zurück und macht die Ladung. Ups, was war denn das? Dioxis-Granate. Das sah cool aus, auch wenn es mich ziemlich umgebracht hat. Oh oh, Niederlage. Tja, so kann's gehen. So, jetzt verlassen wir aber das Spiel ganz schnell. Damit wir nochmal schnell schauen können, wegen neuen Outfits bzw. Köpfen für imperiale Truppen. Ich hätte ehrlich gesagt gerne bessere Customization-Optionen für die Spielfiguren. Auch in Battlefield, genauso in Battlefield, würde ich gerne meine Figuren editieren können. Mich nervt es, dass alle so gleich aussehen. Und mich nervt, dass man Sturmtruppen ohne Helme spielen kann. What the fuck? Ohne Witz. Sturmtruppen ohne Helme. Das ist absolut lächerlich. Das macht mir... Das nervt mich immer, wenn ich im Multiplayer jemanden treffe, der einen Sturmtruppler spielt ohne Helm. Das geht überhaupt nicht. Das sollte verboten sein. Okay. Imperium. Aber da muss ich ja doch in den Store, oder? Ich verstehe nicht mehr, wie dieses Menü hier... Das ist irgendwie auch alles neu. Alles glänzt ganz neu hier in diesem Spiel. Ah, hier sind wir bei den... Moment mal. Was? Okay, das hier sind die Animationen. Ich verstehe schon, aber... Und das hier sind die ganzen... Ah, hier ist alles durchgemischt. Okay. Küstentruppler. Alles klar. Das hier ist die... Küsten... Wache... des Imperiums. Sehen so ein bisschen aus wie die Sand Trooper. Die in der Wüste. Ja, oder? Oder nee, eher die Speer, meine ich. Die Speer, die wir auf Endor sehen. So ein bisschen.
Naja, aber warum sind die nicht weiß? Sturmtruppen sind doch immer weiß, auch wenn es keinen Sinn macht. Außer beim Sturm auf Hoth. Auf Hoth macht Sinn. Ansonsten ist es eigentlich immer meistens ziemlich dämlich, dass die weiß sind. Aber hey, so ist es. Na gut, und hier haben wir, die kennen wir schon, die kennen wir alle schon. Ja, die kennen wir wirklich alle schon hier. Naja, okay. Gibt es eigentlich auch einen kybernetischen Mann oder nur eine kybernetische Frau? Also, Sir, keine Ahnung, aber wundert mich. Naja, was soll's. Genug davon. Ich würde sagen, das haben wir uns jetzt zur Erschöpfung angeguckt. Jetzt kommt, was mich eigentlich wirklich am meisten hier interessiert. We Are Mission, auf die freue ich mich schon sehr lange. Die werde ich jetzt dann gleich hier live zum ersten Mal testen, aber erst in der nächsten Folge, beziehungsweise im nächsten Video, das jetzt wahrscheinlich auch schon online ist, während ihr das geguckt habt. Also, hoffentlich seid ihr mit dabei. Ich freue mich schon. Bis dann. Macht's gut. Ciao.